Wir spielen zusammen. The world is ending, though few believe it. The Chaos Gods, the Dark Brothers, tire of their great game. Now, they seek to sweep the board clean with fire and blood. For centuries, the Empire has held firm against its enemies. Mankind has encountered no foe that steel could not tame, or whom walls could not hold. At least, that is what they taught. No one spoke of the ancient enemy now rising from beneath, and no one will be left to tell the tale. Unless you can stem the Vermintide. A trap! Look out! Hallo, hier ist das Zweikampfsofa und wir spielen jetzt, beschwer für mich, Warmer the End Time Vermintide. So ähnlich. Wow, oh, so ähnlich? Scheiße. Also, ja, zum ersten Mal, wir spielen es blind, noch nie gemacht. Ja, Keine Einführung, sondern gleich gestartet und geguckt, was da kommt. Also du bist so ein riesiger Typ mit Hut. Nein, ich bin ein normaler Typ und du bist ein kleiner Typ. Und einer Pistole und ich bin so ein Blasehase hier. Blasehase. Guck mal, wenn du jetzt auf dein Bildschirm guckst. Lecker. Oh, das machst du gut. Oh, nicht ohne Zähne bitte. Okay. Alter. Pieks. Boah, gibt's hier Fancy Fire? Nee, ne? Ja, genau. Wäre jetzt nochmal. So, probier mal Fancy Fire. Oh, ich hab das. Ich mach gerade das Intrinör kaputt. Oh. Ah, okay, ich kann schön kannst nach vorne blocken. Kann ich auch blocken. Ach, oh, das, mach nochmal. Du hast, wie viele Symbole sind das? 1, 2, 3, ganz viele, okay. 5, du 3. Was macht man damit? Blocken, und es geht kaputt. Ach, nee. Zurückstoßen ist das. Aha. Mach nochmal. Du musst blocken und dann schießen. Blocken und schießen? Ich also, schieße ja, nicht. Also die. Mann! So, also, wir sind in einer Taverne. Taverne mit einem der Schädel Taverne auf dem vor dem großen Tor Beats. Mit einer Karte. Du bist ja runtergekommen. Gehüpft. Du ist auf Treppen? Mein Inventar ist wahrscheinlich leer. Munition ist voll. Oh. Lillane Schmuckstück. Das ganze Spiel ist, glaube ich, in englischer Sprache, aber deutsche Übersetzung ist der Text. Ne? Inventar. Was? Warum hast du vorhin so viele Sachen bei dir gehabt? Warum habe ich nicht so Weil nicht du nach so unten scrollen musst. Ach so. Kopfschutz ausgerüstet, Munition den Munition ist voll. Degen des Tempelritters. Oh, ich kann den Zweihänder nehmen. Du hast, glaube ich, noch einen Zweihänder dabei. Nein, man kann immer nur zwei Waffen haben. Sind wir doch. Ich kann hier und siehst du, da unten ist der Kasten. Da kann ich jetzt hier Schalengel. Axt und Schild oder eine große Streitaxt. Oder meine Pistole hier aufnehmen. Nein, ich habe eine nein. Pistole. Toll. Oh, ich habe Zahnpistole. Guck mal. Komm her. So, da habe ich meine Armbrust. Hast du keine. Oh, da habe ich mal ein Video gesehen. Der hat doch auch bestimmt eine Shotgun oder sowas, ne? Momentan hat er eine Armbrust. Kannst du bestimmt ausrüsten. Ne? Schau ich mir nochmal an hier. Meine Waffen. Nein, ich habe. Ich habe nur eine Zahnpistole, ne? Schade. Ich habe nichts außer der Armbrust. Was ist das hier? Schmuckstück. Ja. Aha. Okay. Soll ich einen Zweiner mitnehmen oder lieber einen Degen? Was meinst du? Das ist mir doch egal. Ich nehme erstmal den Degen Hauptsache, mit. Hauptsache, wir hacken sie gleich alle nieder. Hier ist nur ein Typ in der ganzen Pack sie Taverne. Und hackt sie. So, Munition aufladen kann man hier, hast du gesagt? Munition ist voll. Das Spiel lehnt sich übrigens ein bisschen an Left 4 Dead an, was ja in Deutschland nicht rauskam, weil... Es kam raus. Dann wurde es verboten. Es wurde auch nicht verboten. Nein, es war zensiert. So ist das.
Hier gibt's ja überhaupt keine Gäste. Ey, und wie, wie, wo, was? Wahrscheinlich die Karte oder so, oder? Ich kann die Karte zum Beispiel nicht anwählen. Kannst du nicht? Nö. Ach was? Wüsste nicht wie. Du stehst auf ihr, du kleiner Blasezwerg. Also wahrscheinlich, wahrscheinlich kann das nur der Horst. Du bist Horst. Komm, nimm mir nochmal kurz den Mund. Okay. Okay, ein eigenes Spiel, würde ich mal behaupten. Ja, fang mal einmal mit einem eigenen Spiel an. Ein ganz, ganz eigenes Gegner Spiel. Gegner nicht vorhanden, ganz einfach. Letztes Gefecht haben wir nicht. Dann nehmen wir mal Abenteuer. 0% überstanden, das ist ja toll. Nehmen wir das. Schließe dich dem Kampf gegen die abscheulichen Rattenmenschen an und spiele die Geschichte von Vermintide. Vermintide, also Vermintide heißt übrigens eine Wortkreation von Ungeziefer und der Woge, eine Ungeziefer-Woge. Katsching! Okay, Franz Lohner sagt, wir müssen die Obrigkeit alarmieren, die ganze Stadt schläft. Das übrigens, das ist auch wieder so ein typisches Game, es ist zwar Koop, aber egal, was er eben gesagt hat, ich habe es nicht gehört. Ich muss mir das Video jetzt ansehen, um zu hören, was er gesagt hat. Sehr geil. Das ist der Prolog? Ja, wir fangen natürlich mit dem Prolog an. Da fangen wir mal den Prolog an. Ja, haben wir schon gehört. L1. Bin ich? Was machst du da? Ich versuche mir, mich orientieren. Ich starte einfach mal. Besser ist das. Besser, dass das ist. Einfach, normal, schwer, Albtraum. Das geht also, nur das, auf die Honor, das Spiel hat uns gerade einfach vorgeschlagen. Wollen wir einfach wählen oder wollen wir normal machen? Was seid ihr? Hm? Das ist mir jetzt egal, ob ich kann jetzt endlich mal was tun. Hier rumstehen ist langweilig. Hacken oder hacken. Ich mach den Tisch kaputt hier. Öffentlich, seid ihr blöd? Privat. Okay, ich bin ein bisschen irre. Ich lache so. Hast du es gehört? Oder nein, hab du ich nicht. Das ist ein bisschen irre, der Typ. Du Tunnelläufer, du. So. Starte ein geschlossenes Spiel. Warte auf andere Spieler. Du musst wahrscheinlich OK drücken oder sowas. Warten bereit. Ich kann nur nicht sehen, welche Taste das sein soll. Warten bereit. Ja, und welche Taste soll das sein? Vielleicht Select oder so? Das ist vielleicht verdeckt bei uns, ne? Wir auch. Da oben steht's. Genau, da muss welche Taste das? L irgendwas, genau. Warten auf Host. Also, guck mal, ich muss auch drücken, guck mal. Bist du sicher? Ach, mal überlegen, ja. Oh, er warnt uns, dass wir vielleicht nur zu zweit sind. Man kann jetzt übrigens zu viert spielen. Was man soll es wahrscheinlich zu viert spielen. Wahrscheinlich musst du so richtig auf die Fresse. And everyone's asleep. Bloody catastrophe. Our alarm is the great big horn in Magnus Tower, and you must go there and let the world know we're under attack. Check on the nearby guardhouse on your way, and with any luck, they can assist you. War das der Knappier? Keine Ahnung, aber sehr British-English. Very fucking British. Der grüne Mond da, die Welt um Warhammer hat ja zwei Monde, und das ist der grüne Mond, der Chaos-Mond. Wenn der oben steht, dann gibt's richtig eins auf die Hucke. Klugscheißer des Monats. Genau, ich habe ungefähr 10 Jahre Warhammer gespielt. Das Rollenspiel, Fantasy-Rollenspiel, ja, genau. Pen and Paper. Und hast es nie über Level 1 Charakter rausgebracht. Meine, die Charakter sterben schnell. Das ist normal. Überreich. Da fehlt noch ein S, aber sonst ist gut. Oh, geht schon los. Wer ist er? Ich weiß nicht, wer er ist, aber ich weiß, wer ich bin. Sind wir immer... Ach, die anderen sind AIs dabei? Oder, ja, das sind AIs, ich weiß es ja gar nicht. Das heißt, sind. Ich sehe nur einen eigentlich. Da ist noch eine. Ah, okay. Sie ist ja so eine Elfen-Tuse mit Bogen und kleinen Messerchen. Und er ist hier so ein Söldner. So, und jetzt mal blöde gefragt, was muss man tun? Einfach alles kaputt hauen, glaube ich ja nicht. Es gibt, glaube ich, keine Weltpoints, ne? Nee. Also hier ist die Kiste mit Munition. Ja, das hatten wir gerade gehabt. Wir sind am Anfang des Levels. So, hier geht's nicht weiter, also gehen wir dann den mal Gang lang. Gibt's nur einen Weg, oder? Aha. Gut, also überall sind Skaven und das ist auch genau unsere Gegnergruppe, die wir hier haben. Aha. Skaven, und wir dürfen uns nicht trennen, das ist also der Tipp des Tages. Oh, ich höre was. Ich höre nichts. Da. Was da? Da. Oh, upsala. Oh. Hast du schon Spaß da, oder was? Jo. Du hast Mensch umgehauen. Nein, ich hab so hier so ein... Pieks.
Nachdem er schon tot ist, kommst du jetzt, oder? Ich hab den Kohl gepiekst. Der ist hochgeschossen worden wahrscheinlich, ne? Die Bogenschütze ist ja richtig gut am Hand. Ja, ich habe auch schon hier einmal mit meiner Armbrust jetzt erledigt. Ich dachte, das probier das mal. Ja. Ich hab so einen Schnellschuss hier irgendwie auf der Taste. Aber aufheben oder so kann man bei dir nix. Nee, ich glaube, sammeln brauchen wir gar nicht hier. Hier ist nix. Da, Gegner. Oh, ich hab vorbeigeschossen, ne? Der Doll. Oh, hoppala. Er spritzt irgendwas. Oh! Das ist ja mal nett, das war hier ein toller Indikator übrigens. Man kriegt das nicht gebacken, wenn einer hinter mir steht. Ja, man muss tatsächlich zu allen Seiten irgendwie die Augen offen haben. Ja, ja. Was hat er gesagt, wo sollen wir hin? Wer war das? Die Bogenschützin? Nein, da hat einer mit einer Muskete oder so geballert. Ja, das ist ja der Söldner gewesen hier. Ja, der hat so einen Shotgun hier, der Typ. Wo müssen wir hin, hast du gesagt? Eine leere Truhe, oder was? Ah ja. Ich habe eine Bombe. Hier ist noch eine Bombe. Ich habe den Trank der Wendigkeit oder so ein Schwachpunkt. Du bist weit weg. Komm mal her zu uns. Hier liegt eine. Kann ich hüpfen? Ja, ich kann hüpfen. Hui, was für ein Schwung. Hier ist eine Bombe in der Kiste. Toll. Und nun? Gegner. Oh, fuck. Da sind ganz viele Gegner. Ich hätte vielleicht auch die Bombe nehmen sollen, was? Wow, was war das? Ich will sie wissen. Bombe. Deine Bombe? Ja. Oh, ich habe schon eine Trophäe gekriegt. 5 Ratten auf einen Streich. Das ist ja einer von uns. Ach. Oh, musst du eigentlich so klein aussehen? Du siehst aus wie eine Ratte. Ich bin wirklich klein, das stimmt wohl. Aber kleine, das heißt ja nicht, dass ihr gemein zu mir seid. Es geht ab. Wie sonst irgendein Turm, hat er gesagt, ne? Ja, ich bin auf dem Turm gerade hoch. Ich bin hinter dir. Sehr cool. Da kommt ein Dicker. Neue irgendwas. Hier ist eine Zelle. Eine dunkle Zelle. In der Zelle haust er... Oh, Wer von einem Rattling-Kanonier anvisiert wird, sollte sich in Deckung begeben. Okay, das heißt... Der Söldner macht das alles schon alleine da hinten? Geh mal voran, oder? Was hast du? Du hast hier so einen Trank genommen, kann das sein? Der konnte ich nicht nehmen, weil der schon ausgerüstet ist. Okay. Also man kann irgendwie tatsächlich immer nur einen Weg bisher gehen. Also noch gibt es kein großes Rechts oder links. Ist linear. So, wir sind zum Magnusturm gelangt. Katschek. Und nun? Müssen wir den Typen was auf die Oma hauen, die da unten stehen, wirklich mal so. Ja, der hat das. Oh, da kommt er schon nicht hoch. Gedackelt. Oh, ich habe den Kopf abgehauen. Es tut mir sehr leid. Oh, hier schießt irgendjemand auf mich. Aua! Nein! Sie metzeln mich! Hier, guck mir das mal an hier! Ja. Alter, was ist wieder ihr drauf? War was. Aua! Wer schießt denn hier immer? Oh, hier, der Typ da. Der Kanonier. Ich renne mal hin. Hier, du Butterblume, du. Du Butterblume? Das ist so das Schlimmste, was du kennst, die Butterblume. Du Butterblume. Ja, totgepiekst, du Sackratte, du. Da ist ein Schwein. Ein Haltrunk, das ist schön. Oh. Ich habe das Schwein getötet. Du hast ein Schwein getötet? Das ist ja eine Schweinerei. Wieso bist du eigentlich sicher, dass da lang geht? Hier ist auch ein Weg. Ja, keine Ahnung. Woher soll ich wissen, wo? Ich bin mir überhaupt nicht sicher für nichts. Ha! Totgeschossen. Ammunition hier. Ammunition hier. Wo auch immer, aber sie ist hier. Kann ich da runterspringen? Nein. Oh, ein Schuss, ein Toter. Cool. Gehe ich kaputt, wenn ich da runterspringe? Ich versuche das mal. Wo bist du? Ich stehe oben auf dem Schwein. Wo bist du denn? Wo du das? Das bin ich hier. Und hier. Ha! Alter, meine Bumme ist ja richtig geil. Wer stimmt? Ach, da unten bist du. Du bist jetzt. Wir sind über dir und du bist ja, unten. Ja, 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 ich bin die anderen. Also, die AI-Leute bleiben beim Horst, würde ich sagen. Da du dir der. Ah, ganz viele Butz. Okay, sie werden jetzt gepanzert. Jetzt wird es ein bisschen aufwendiger. Sehr geil. Hoch, du bist ja nach uns. Oder ganz da oben auf dem Dach. Ey, geil. Und der haut uns hier Bomben um den Arsch oder was? Das ist ja cool. Ich habe wieder eine Kiste gefunden. Wo bist du? Da. Ich komme mal zu dir.
Die hat nichts enthalten. Eine Munitionskiste wäre geil. Ich hätte nämlich nur noch 5. Guck mal, ist eine kleine Ratte. Die ist aber zu fix. Kleine Ratte. These steps look promising. Ich wette, hier geht's weiter. These steps. Oh. Schnetzel, Schnetzel. Was sagt sie? Portions. Portion? Wo ist die Portion? Kling! Man kann ja auch zurückstoßen, nicht vergessen. Assassin? Assassin. Ach, der mit dem grünen Klingel, ne? Hier ist eine Kiste. Gegenstand bereits ausgerüstet. Du kannst sie auch gegen weglegen. Oh, ich sehe gerade. Ein Stärketrank gegen den Trank der Geschwindigkeit. Wie trinke ich den denn? Ich sehe gerade. Okay. Was denn? Das ist ein Heiltrank, glaube ich. Ah, so trinke ich. Wie trinkst du? Wie trinkst du? Digital links, rechts und dann schießen. Und das war Hells. Die runde Kiste ist Hells. Runde Flasche ist Hells. Ich sehe jetzt gerade irgendwie nix. Du hast dich vergessen. Was ist der für einer? Umhauen. Das ist ein Flammenwerfer-Typ. Er war einer. Von hinten! Hilfe! 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 Oh. Oh. Okay. Wow. Geh weg. Ha! Es macht so Spaß, euch zu metzeln. Billy! Es sind Massen! Alter. Hier ist noch einer. Was denn hier? Guten Tag. Das ist so geil. Oh, aua, du hast mich gehauen, du Sack. Wie block ich nochmal? Den Überblick zu behalten ist das schwierig. Die kommen echt von überall, ey. Ja, das ist echt fies, ja. Was sagt sie? Hab immer noch nichts getrunken hier. I'll give you a moment to even the score. Ja. Ja. Soweit erstmal. So, bevor die nächsten Horden kommen, sagen wir mal Tschüss. Das war Warhammer The End Times. Vermintide. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.